So, liebe Fußballfreunde, zum heutigen Liga-Top-Spiel zwischen Mannschaften von KDC, Weiß-Hambach und der Mannschaft von Walter Friesenheim darf ich Sie alle in der Arena des SV Weingarten auf das Herzlichste willkommen heißen. Besonders begrüßen wir die Gastmannschaften von Weiß-Hambach und Friesenheim mit ihrem Trainerteam, ihrem Anhang und ihren Fans. Kommen wir zu den Mannschaften, liebe Fußballfreunde. Die Mannschaft von Walter Friesenheim spielt in folgender Aufstellung. Im Tor mit Nummer 96, Aykut Karakaya. Mit der 4, Pablo Zamora Chabalera. Mit der 6, Simon Schmidt. Mit der 7, Dominik Strohmeier. Erik Bernd Valencia. Mit der 10, Vincenzo Tutino. Mit der 17, Mohamed Saad. Mit der 22, Dennis Müller, mit der 33, Jürgen Linz, mit der 51, Markus Radke und mit der 78, Laden Brandic. Als Auswechselspieler bei der Mannschaft kommt Walter Friesenheim dabei, mit der 2, Jan Weidemann, 3, Michael Heim, mit der 11, Timo Boos, mit der 16, Toni Marik, mit der 23, Christian Thiel, mit der 25, André Wertz. Als Auswechselspieler im Tor die Nummer 12. Andreas Höß. Kommen wir zur Mannschaft von VfB Weiß-Hambach. Mit Nummer 1 Daniel Brust. Mit der 7 Sascha Hübel. Mit der 9 Philipp Nickel. Mit der 13 Christian Kuhl. Mit der 15 Khaled Nayem Taraki. Mit der 17 Julian Memmer. Mit der 18 Thomas Czernowskas. Mit der 22 Julian Deiling. Mit der 23 Manuel Albrecht, mit der 25 Jan Wachter, mit der 27 Kevin Dausch. Als Auswechselspieler bei der Mannschaft vom VfB Weiß-Hambach, die Nummer 5 Martin Wittmann, die Nummer 10 Maximilian Wilhelm, mit der 19 Edomis Mustafa, mit der 24 Christian Schumacher, mit der 26 Jochen Nöske. Als Auswechselspieler im Tor, die Nummer 12 Philipp Röhle. So, liebe Fußballfreunde, nachdem wir beide Mannschaften schon herzlich begrüßt haben, stelle ich Ihnen das Schiedsrichtergespann vor. Als Schiedsrichterin fungiert heute die Fabienne Michel von TSV Gau-Odernheim. Unterstützt wird sie von den Assistenten Stefan Rösler von TV Lohnsheim und Lukas Noppe von der TSG Gau-Biedenheim. Immer wünschen wir dem Spiel einen spannenden und jederzeit fairen Verlauf. Also noch
genug Entspannung nehmen für die zweite Halbzeit, liebe Fußballfreunde. Auswechslung bei der Mannschaft von Weinkamba. Aus dem Spiel die 15. Kalek, Sinai, Karagi. Die 90 Minuten gekämpft, gefeitet haben. Ja, gut gemacht, ne? Es ging wie ein Hemd im Horn, aber letzten Endes hat die Mannschaft von Weinkamba mit 3:2 gewonnen.